Herzlich willkommen, Freunde, zum neuen Video. Angekommen in Garmisch-Partenkirchen. Natürlich mit ganz schön viel Verspätung. Also 3 Stunden Verspätung sind es insgesamt. Aber dazu gleich später mehr. Ich werde mich gleich auf jeden Fall melden, wenn wir im Hotel sind. So, Freunde, nach 3 Stunden Verspätung endlich im Hotel angekommen. Erstmal ein wunderschöner Blick hier, ja. Also es ist wirklich traumhafter View, ja. Hotelzimmer passt auch. Was mir ein bisschen sauer ausstößt, muss ich sagen, also auf der Zugspitze können wir nicht hoch, da einfach zu viel Schnee auf der Zugspitze liegt. Ich habe auch meine Wanderschuhe vergessen, ja. Also dieses Bett hier mit diesem bayerischen Touch, ja. Also das ist echt, es hat was, ja. Jetzt habe ich mir so überlegt, jetzt werden wir erstmal schnell in die Stadt gehen und werden uns ein paar schöne neue Schuhe holen, um morgen dann eine schöne Wandertour zu machen. Dadurch, dass natürlich auf der Zugspitze so viel Schnee liegt und natürlich eine Lawinengefahr ist, wird das natürlich keine Wanderung in dem Sinne, sondern wir fahren mit der Bahn hoch. Ja, und eigentlich wollte ich heute noch eine schöne Radtour machen nach Seefeld in Tirol. Das fällt nun natürlich auch flach, da wir ja mit 3 Stunden Verspätung angekommen sind und ich muss noch Schuhe holen und ich muss noch Zugtickets für morgen holen und ich brauche noch eine Merino-Mütze. Außerdem muss ich mir noch ein bisschen was zu essen für morgen holen, dass ich auf meiner Wanderung morgen auch genug Essen mit habe. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, angekommen im Hotelzimmer mit 3 Stunden Verspätung und Lawinengefahr auf der Zugspitze. Das geht auf jeden Fall schon wieder gut los, aber ich wollte eigentlich 3 Videos machen. Aus den 3 Videos mache ich jetzt 2 Videos. Also die E-Bike-Tour fällt auf jeden Fall weg, weil ich bin 2 Tage hier. Das werde ich nicht schaffen, weil ich morgen den ganzen Tag unterwegs bin. Und ja, Freunde, ich melde mich auf jeden Fall gleich wieder, wenn ich mich umgezogen habe, mir erstmal frisch gemacht habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, nach anfänglicher, naja, ich sag mal, Dauergeknicktheit, das hat ja schon im Zug angefangen, wo ich hergefahren bin. Da ging es ja schon los, wo ich mir so dachte, 3 Stunden zu spät. Schade, fällt die E-Bike-Tour ins Wasser. Dann, ihr seht es ja, überall noch Schnee. Ist natürlich auch nicht gut, aber da lassen wir uns nicht die Laune vermiesen. Da fahren wir morgen mit dem Zug hoch. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal die Olympiaschanze angucken, habe ich mir jetzt gerade so überlegt. Und dabei werde ich euch mitnehmen. So, Freunde, ich habe schon mal Tickets geholt für die Zugspitzbahn. Das war für Hin- und Rücktour 52 Euro. Ich zeige euch das mal. So sieht das ja aus. Hier unten gibt es dann quasi die Tickets. Normalerweise, wenn die Seilbahn jetzt fit wäre, würde man 63 Euro zahlen. Aber dadurch, dass die Seilbahn ausgefallen ist und man dann vom Gletscher mit so einer Zahnradbahn hochfährt, gab es 10 Euro Rabatt. Das ist natürlich sehr schön. Wie gesagt, jetzt sparen. Das schmeckt immer. So, hier ist schon mal das Olympia-Eissportzentrum von Garmisch-Partenkirchen. Und ich begebe mich jetzt auf den Weg zur Skisprungschanze. Losfahren tun wir morgen früh 8.15 Uhr. Also der Wecker klingelt wieder zeitig. Ich muss ja auch noch frühstücken, mich fertig machen und so. Ich werde auch nachher noch ein kleines Loadout-Video machen, damit ihr seht, was ich morgen alles mit hochnehme. Wie gesagt, auf der Zugspitze fährt man 1 Stunde. Und man sieht es auch schon da hinten. Es liegt sehr viel Schnee im Bergen. Naja, da schauen wir morgen mal. Jetzt schaut euch mal bitte dieses wunderschöne Panorama an. Also das ist schon ein ganz anderes Ding wie bei der Thüringen-Tour das letzte Mal. Also ich muss sagen, die Eindrücke hier, das sind einfach unglaublich. Also Garmisch-Partenkirchen ist wirklich so eine wunderschöne Stadt. Da vorne ist auch gerade die Zugspitzbahn lang gefahren. Also ist einfach nur schön. Da hinten sehen wir schon unser Ziel, die Olympiaschanze. Es ist wirklich wunderschön. Also auch wieder tolles Wetter. Sehr schön. Ich habe euch gerade mal mit den Eindrücken hier auf dieser Brücke alleine gelassen.
da ist der Skisprungschanze, der Olympiaskisprungschanze. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, ja, wenn dann so tausende von Leuten unten in dem Stadion stehen und du als Skispringer kommst so von oben runter geflogen und alle schreien so geil. Und holst dann vielleicht sogar noch Gold vor der riesengroßen Menschenmasse. Also ist wirklich absolut geil. Da ist die Olympiaschanze. Hin dürfen wir leider nicht. Ist alles abgesperrt. Schade. Ich wäre gerne mal hochgegangen. Irgendwie ist es wie verhext. Ich komme ja mit 3 Stunden Verspätung an. zu spitze, zu viel Schnee zum Hochlaufen. Muss ich morgen mit dem Zug fahren. Ja, und auf der Schanze hoch darf ich auch nicht, weil da heute Veranstaltungen sind. Das ist natürlich sehr traurig, aber naja, jetzt widmen wir uns wieder dem wichtigen Ding und bündeln unsere Energie für morgen für die Zugspitze. So Freunde, das was alle immer sehr brennend interessiert, ja, Loadout. Was nehme ich mit hoch? Also ich will auch noch mal kurz anmerken, also wir fahren nur mit dem Zug hoch und fahren dann mit der Seilbahn ganz hoch. Also wenn wir dann oben sind, wir fahren ja 8.15 Uhr hoch, also sind dann ca. 9.15 Uhr da, man fährt eine Stunde. Und auf zurück fährt der letzte Zug 16.45 Uhr. Und der fährt dann auch eine Stunde. Also sind wir dann so 17.45 Uhr wieder im Tal. Bis dahin können wir uns oben auf der Zugspitze und auf den Gletscherebenen frei bewegen. Bedeutet, eine Wanderung oben wird auf jeden Fall drinne sein. Also habe ich mir ein bisschen Proviant eingepackt oder allgemein wie immer Sachen mitgenommen. Also auf die Schuhe komme ich immer noch nicht klar. Ich habe ja meine zu Hause vergessen. Also mit diesen orangen Schnürsenkeln. Das ist nicht so meins, aber die haben halt ein gutes Profil. Und das waren so die besten, die ich da jetzt so gefunden habe. Ja. Fangen wir diesmal umgedreht an. Fangen wir mal mit den Sachen an. Ich habe mir diesmal auch meine Regenjacke von Miltech mitgenommen. Die war ziemlich preiswert, hatte aber auch für den Preis eine gute Bewertung gehabt. Die ist windabweisend und wasserdicht. Also genau das Richtige für oben. Dann noch T-Shirt, meine Hose von Engelbert und Strauß. Ne? Die nehme ich immer mit, die Cargo Stretch. Dann Merino-Mütze, habe ich mir noch eine neue geholt vorhin, weil wie gesagt, ich habe ja heute Morgen wirklich alles vergessen. Wie gesagt, das war heute wirklich nicht mein Tag. Ja? Das kommt eigentlich selten vor, eigentlich bin ich ein ziemlich ordentlicher Mensch, aber gut, nobody is perfect. Dann mein Bundeswehr-Pullover für morgen. Ne? Ich denke mal, das reicht auf jeden Fall in Kombination. T-Shirt, Pullover und die Regenjacke. Das ist auf jeden Fall genug Wärme für mich. Wie gesagt, ich friere ganz selten. Dann nehme ich mir morgen noch mein Ladekabel mit und ich habe mir eine neue Powerbank geholt. Mit bis zu 135 Stunden Strom, also eine große. Ne? Ich denke mal, die ist schon viel zu groß für mich, aber sicher, sicher. Dann habe ich mir für morgen noch 2 Nusskernmix eingepackt. Dann natürlich noch meine Fettflasche. Ne? Da kommt dann morgen noch Wasser rein. Dann noch mein Rucksack. Das ist so ein Tagesrucksack. Ne? Den habe ich mir auch neu geholt. Ich denke mal, der wird auch einen großen Janzen sein Ding machen. Dann natürlich der Gaskocher. Ne? Das habe ich euch ja im letzten Foodback-Video schon gezeigt, wie der funktioniert. Mit dem Aufsatz und mit dem Gasregler. Dann noch ein Stativ. Wie gesagt, da oben liegt sehr viel Schnee. Ich möchte auf jeden Fall noch so 2-3 Videos im Schnee machen. Das werdet ihr aber dann auf dem Kanal sehen. Dann habe ich mir noch 2 Bananen eingepackt. Ne? Dann natürlich noch meinen Topf. Ich nehme auch zur Sicherheit noch 1,5 Liter Wasser mit. Ne? Und dann natürlich noch eine warme Mahlzeit. Und zwar gibt es Mexican Hot Pot and Beef. Also Chili con Carne mit Rindfleisch. Das mundet hoffentlich und reicht auch. Und dann nehme ich natürlich noch mein Messer mit. Wie gesagt, Messer ist immer wichtig. Wenn man irgendwo rumstreunert, ne? Messer immer wichtig. Dann natürlich noch eine Lampe. Lampe auch essentiell wichtig. Und natürlich noch Batterien. Ein Feuerzeug habe ich noch eingepackt, damit ich meinen Gaskocher anbekomme. Erste Hilfe-Set ist mit dabei. Ja, das war auf jeden Fall das Loadout dazu. Ach, seht ihr, das Wichtigste noch, meine Brille. Wie gesagt, wenn oben viel Schnee liegt. Schnee reflektiert natürlich auch. Und ich denke, mit dem Loadout bin ich gut dran. Habe ich eine richtig gute Mahlzeit. Ja, wie gesagt, heute noch hier unten. Und ab morgen da oben. Also wenn ich hier runter gucke und die Farbe von den Schnürsenkeln sehe, das macht mir auf jeden Fall schon sehr sauer. Ich bin ja mehr so der Militärtyp, aber wer seine Schuhe vergisst,
Der ist dann selber schuld. So, wir starten auf jeden Fall jetzt Richtung Zugspitze. So, Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 7:30 Uhr. Also, Sie müssen gerade beim Hotelfrühstück gedacht haben, ich bin völlig bescheuert. Ja, ich bin da gerade reingerast, habe schnell zwei Eibrötchen gegessen, habe mir schnell Orangen dazu weggekippt und dann noch zwei Kaffee auf Presse und dann bin ich losgeflitzt. Aber ist ja egal. Ich werde jetzt zum Bahnhof laufen. Der Zug fährt 8:15 Uhr. Ich wollte einfach nur da sein. Vielleicht kann ich noch was filmen oder kann mir noch ein bisschen ein paar Eindrücke holen. Ja, so sieht's aus. Und wir sehen uns gleich am Bahnhof. Also, eins muss ich nochmal sagen: Es ist wunderschön, wenn man hier so früh aufsteht. Ja? Und man hat gleich so einen Blick. Ja, man sieht es ja auch viel, viel Schnee in Bergen. Ja, dass ich da nicht hochwandern kann. Das ist dann auch schon klar. So, Freunde, wir sind jetzt am Zugspitzbahnhof angekommen. Hier haben wir uns gestern die Tickets geholt. Ich kann auch ja nicht aufhören. Also, hier könnte man nur filmen. Ja, so schön wie das ist. Hier in Bayern herrscht in den öffentlichen Verkehrsmitteln noch eine FFP2-Maskenpflicht. Das ist natürlich auch gut, wenn man hier früh 7:10 Uhr irgendwo nach einer FFP2-Maske sucht. Aber ich habe Gott sei Dank hier noch einen Kiosk gefunden, der offen hatte. Ja, jetzt erfülle ich mir einen ersten Traum von meinem YouTube-Kanal. Und zwar einmal auf den höchsten Punkt von Deutschland zu fahren. Das ist ja heute als Objekt der Begierde. Das ist die Bayerische Zugspitzbahn. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil hier die Waggons alle zu sind. Wenn ich sonst immer mit dem Zug unterwegs war, da gab es bei solchen Reisen eigentlich jetzt so auf dem Brocken oder an der Ostsee oder wo wir in Polen waren, da konnte man sonst hier so in den alten Waggon draußen stehen. Da war hier so eine freie Fläche. Aber das ist hier irgendwie nicht so. Aber große Fenster sind wenigstens da. Da kann man den View wenigstens schön genießen. So, Freunde, wir sind jetzt nochmal umgestiegen in den anderen Zug. Hier drüben steht die Zugspitzbahn und wir fahren jetzt aufs Zugspitzplateau. Hier sind leider die Fenster ein bisschen verdunkelt und gibt auch nichts zum Rausfilmen. Das ist natürlich sehr schade, aber naja, genießen. So, Freunde, angekommen auf den Zugspitzplateau. Oh, hier liegt schon sehr viel Schnee. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit der Gletscherbahn. Let's go! So, Freunde, angekommen auf dem Zugspitzplateau. Wir sind gerade auf 2600 Meter. Ne? Sehr, sehr viel Schnee. Und das müssen wir nochmal mitnehmen, bevor wir weiter auf die Zugspitze fahren. Einfach nur diesen View, diesen wunderschönen View. Kriegt man auf der Kamera gar nicht so schön drauf. Ja, deshalb sind die Wanderwege auch gesperrt, weil hier so viel Schnee liegt. Und ja, jetzt geht es weiter mit der Gletscherbahn. Ah, ich habe so Bock. Ich hab so wirklich zu viel Schnee. Na, dann würde ich mal sagen, auf zum Gipfel. Los geht's. Ja. Nur beim schönen Wetter. Okay. Nicht bei so Wetter. Und dann Bank oder? Ja, aber heute fahren wir nach dem Wartenhaus runter, aber es ist zu wenig. Das ist besser. Dann bleibe ich das. Alles daran. Das ist ein bisschen neblig, ja? Leider. Man sieht nicht viel. So, Freunde, angelangt am höchsten Punkt Deutschlands. Man sieht natürlich nichts. Ich hoffe, das ändert sich noch. Ich suche
verzweifeltes Gipfelkreuz, weil ich kann ja hier auch nicht weg ohne ein Bild am Gipfelkreuz. Ich hoffe ja, dass es sich zum Mittag noch ein bisschen lichtet. Also Schneemassen sind ja sehr viele. Ja, schauen wir mal, was der Tag heute noch so bringt. Die Sicht ist heute gleich null, man merkt aber natürlich schon die dünne Luft hier oben. Also man hat sofort gemerkt, auch schon beim Aussteigen aus der Gondel und im Treppenhaus hier hochzulaufen, da hat man schon gemerkt, wie dünn die Luft hier oben ist. Ja, das Münchner Haus, was wir gerade gesehen haben, das ist die höchste Suffhütte von Deutschland. Ja, 2992 Meter hoch. Nachher soll es auf jeden Fall noch windiger werden. Die Wolken werden sich verziehen. Da bin ich dann auf jeden Fall mal gespannt. Ich denke mal, wir haben dann einen richtig schönen View. Hier ist auf jeden Fall Bergsteigerzugang. Hier kann man dann hochklettern, wenn man die Alpintour macht. Ja, das ist schon cool. Wie gesagt, ich hoffe, dass sich der Nebel bald lichtet. Wenn hier weniger Schnee gelegen hätte und ich hätte und es wäre keine Lawine vor, ne, dann wäre ich quasi hier hochgekommen. Von da unten so hoch, hier so lang und dann hier oben wieder lang. Aber hier steht es ja auch, Achtung, alpines Gelände, nur für Bergsteiger Absturzgefahr. Ne? Da steht es auch, ich wollte von der Rheintalangerhütte, wie gesagt, das ist hier auch alles abgesperrt, von der Rheintalangerhütte, wollte ich dann hochlaufen. Das sind von der Rheintalangerhütte noch bis hier hoch 4 Stunden. Aber ich kann euch auf jeden Fall eine Sache versprechen. Ja, sobald ich höre, ja, und ich habe mir hier schon eine Telefonnummer geholt von dem Infostand unten in Garmisch-Partenkirchen, sobald hier besseres Wetter ist und sobald der Schnee taut ist, werde ich definitiv hier hochlaufen. Das ist Fakt, wie es arm in der Kirche. Da ist das Gipfelkreuz. Hin darf man nicht. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ganz schön neblig heute. Ganz schön neblig heute. Okay. So Freunde, wir sind jetzt wieder auf der Runterfahrt. Jetzt hat sich langsam der Nebel gelichtet und man hat noch einen schönen View auf die Berge. Da unten ist die Talstation und hier hat man noch einen kleinen Blick auf die Zugspitze. Oben auf dem Berg hatte man leider keine gute Sicht, aber hier auf dem Zugspitzplateau auf 2600 Meter, die Skisaison ist ja vorbei, von daher herrscht hier oben eigentlich ziemliche Flaute. Das Einzige, was hier oben noch rumläuft, sind Leute, die halt oben auf der Zugspitze wollen. Da oben ist die Zugspitze, aber wie gesagt, ist alles in Nebel und Wolken gehüllt. Aber der Blick von hier ist schon wirklich wunderschön, das ist atemberaubend. Richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil. Einfach nur wow. Jetzt zieht euch bitte mal diesen View rein, Freunde. Weg von den ganzen, naja, weg von der eingenebelten Zugspitze, ja. Und so, wunderschönen Blick. Ist wunderschön. Die Skisaison ist ja vorbei und hier oben ist eigentlich jetzt erstmal in der Schneeschmelze nicht viel los. Von daher hat man das ganze Plateau hier oben für sich und das ist wirklich sehr schön. Sehr schön. Also das tröstet drüber hinweg, dass wir am Anreisetag so viele Probleme hatten. Also das ist wirklich geil. Das ist einfach nur schön. Das ist Leben. Das ist Leben. Nicht dieses zu Hause auf der Couch hocken oder irgendwelche Fernsehsendungen gucken oder keine Ahnung, zu McDonald's fahren. Das hier ist das Leben. Das ist das wahre Leben.
wenn ihr manchmal so gelblichen Sand auf dem Schnee seht, das ist der Sahara-Staub, was bei euch immer allen auf den Autos ist, kommt natürlich auch hier runter. Also wenn man manchmal hier so guckt, hier sind viele vereinzelte Flecken, fast komplett gelb. Hier oben ist noch so eine kleine Kirche für die Lawinenopfer von 1965. Da war ja ein schweres Lawinenunglück und es ist wirklich schön. Wie gesagt, andere müssen sich, um hier hochzukommen, beim Skifahren Skipass holen. Ja, wir brauchen das nicht, weil wir sind ja außerhalb der Saison. Ui. Außerhalb der Saison unterwegs. Ja, wunderschön. Ich komme gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen. Also wirklich einfach nur herrlich. Einfach nur herrlich. Und dieser Ohr. Dieser viele Schnee. Ohr. Ist einfach nur schön. Einfach nur wunderschön. So, mit den Eindrücken werde ich mich jetzt wieder auf den Weg runter machen. Und werden wir unten erstmal auf jeden Fall was zu essen machen. So Freunde, jetzt geht es wieder runter ins Tal. Es war auf jeden Fall sehr schön. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ich wieder unten bin. Jetzt hat man noch so einen schönen Blick auf den Alpsee. Richtig, richtig geil. Die Bahn fährt auch richtig langsam hier runter. Ja, ist ja klar bei dem Gefälle. Also wie gesagt, da musst du schon gute Bremsen haben. Die Bahn, die hier auf der Zugspitze hochfahren, das sind sogenannte Zahnradbahnen. Das bedeutet, die haben keinen normalen Antrieb, sondern die haben halt Zahnradantrieb, dass sie die steilen Hänge hochkommen. Wie gesagt, da oben waren wir gerade gewesen. Jetzt sind wir wieder im Tal und jetzt geht es wieder auf nach Garmisch-Partenkirchen. So Freunde, wir sind wieder im Tal angekommen. Ich werde mir jetzt erstmal noch einen schönen Spot suchen, zum Mittag machen. Ich habe nämlich heute, außer heute früh Frühstück, schnell zwei Brötchen, nicht viel gegessen. Ja, ich werde jetzt mal hier zum Hausberg hochgucken und dann werde ich mich irgendwo auf die Wiese krachen und werde erstmal was zum Mittag essen. Also ich muss wirklich sagen, Zugspitze ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also wirklich saugeil, also wirklich, also mit dem ganzen Schnee da oben, das hat mich schon geflasht, ja. Das war richtig geil. Und ja, jetzt erstmal Spot suchen zum Footen. Es regnet, die Erde wird nass. Was hier auch so geil ist, dadurch, dass hier so viele Wiesen, Gräser und Felder sind, riecht das natürlich so cool bei Regen. Da hatten wir so richtig schöne Landluft. Ich war zwar gestern schon mal an der Skisprungschanze, aber ich will jetzt nochmal hin, weil da oben an der Skisprungschanze, also da ist gerade der G7-Gipfel, deshalb ist hier alles abgesperrt, deshalb konnte ich da gestern nicht hin. Aber da oben soll wohl ein Parkplatz sein, hat er gesagt. Da hat man auch richtig schönen Blick über Garmisch-Partenkirchen. Und da gehen wir jetzt hin. Ich habe so Hunger, aber ich dulde mich noch und höre mal auf den Rad von den Radfahrern. Wie gesagt, da macht sich meine Regenjacke wieder bezahlt. Ja, alles richtig gemacht. Wie gesagt, das kann von mir aus die Zeit schütten. Das knickt mich nicht. Also Mittagessen fällt schon mal flach. Wir gehen jetzt in der Partnachklamm. Das ist eines der schönsten Geotope Deutschlands. Das habe ich gerade entdeckt. Das ist hier direkt in Garmisch-Partenkirchen. Neben der Skisprungschanze. Hier ist quasi die Skisprungschanze. Und hier, von hier bin ich gekommen, vom Bahnhof. Ja, die gucken wir uns jetzt auf jeden Fall noch an. Ne? Das muss. Auf Regen folgt feinster Sonnenschein. Das muss hier so ein ganz schöner Touristik-Hotspot sein, die Partnachklamm. Aber die muss ich unbedingt noch mitnehmen, auch wenn ich Hunger habe. Ich muss die mitnehmen. Das lässt sonst einfach mein Ego nicht zu. Ich muss das noch mitnehmen. So Freunde, wir sind jetzt in der schönen Partnachklamm. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil?
Wunderbar. Wie wunderschön, wie sich der Fluss hier so durchschlängelt. Hier geht man dann immer durch solche Felswände. Hier muss man auch aufpassen auf seinen Kopf. Boah, ist das geil. Das ist noch wild! Also diese Schlucht, ja, ist unglaublich! Ein Lärm hier! Wahnsinn! Wie das Wasser hier angeschossen kommt. Wahnsinn! Wahnsinn! Wow, einfach nur geil! Man versteht bestimmt kein einziges Wort, aber es ist so geil! So geil einfach nur! Aber wenn man hier sieht, wie rundgelutscht die Steine sind, da weiß man erstmal, wie hoch das Wasser früher war. Einfach nur geil. So, Freunde, das war die schöne Fahrt nach Klamm. Jetzt erstmal nach den ganzen Wasserrauschen wieder ein bisschen runterkommen. Wusa. Ich werde jetzt mir erstmal einen Spot suchen zum Essen. Leider ist das ziemlich schwierig, weil der ganze Zeit nur eine Straße lang geht, nicht mal eine Bank oder so. Naja, alte Partnerklamm war auf jeden Fall ein Besuch wert. Das war eine sehr gute Entscheidung, muss ich sagen, da jetzt nochmal hinzugucken. Aber es drückt der Hunger. Schöner Blick hier auch nochmal auf die Olympiaschanze. Da konnte ich nicht drauf, weil da gestern überall, also da ist G7-Gipfel, da ist alles abgesperrt, da darf man nicht hin. Aber ich habe gehört, hier oben auf dem Parkplatz, da darf ich. Und ich wäre schön oben am Schanzentisch, rechts daneben ist direkt ein Parkplatz. Und da werde ich gleich schön Mittag machen. Boah, also dieser Blick ist wirklich atemberaubend geil, ja. So, wir werden doch gleich zum Ende des Videos kommen. Ich werde mir jetzt noch schnell was zum Mittag machen, ja. Um 15.30 Uhr sitze ich direkt am Schanzentisch von der Olympiaschanze. Also hier genau im Einfluggebiet. Genau, jetzt wird erstmal schön geköchelt. Es gibt schön Chili con Carne. Das schmecke die, schmeckt. Also bei dem View schmeckt das Essen gleich noch besser. Das schmeckt. So, noch einmal ein kleines Fazit. Es hat ja, naja, ich sag mal, sehr sauer angefangen. Also ich war ziemlich angepisst, dass ich diese E-Bike-Tour nicht machen konnte. Weil, wie gesagt, ich hatte mir für die 3 Tage so viel vorgenommen. Das war echt schade. Auch auf der Zugspitze, dass man da nicht viel gesehen hat. Auch, dass ich nicht auf der Zugspitze laufen konnte. Hat mich sehr, naja, ich sag mal, erbost. Ne? Und ging mir auch ziemlich auf den Zeiger, muss ich sagen. Aber ich habe das Beste draus gemacht. Und es war trotzdem geil, auch mit dem Zug hochzufahren. Der ganze Schnee da oben. Es war wirklich super. Ich werde auf jeden Fall nochmal herfahren. Einfach, um mir das zu geben. Ich möchte unbedingt auf der Zugspitze wandern. Ne? Vorhin, wo wir auf der Partnerklamm waren. Das war ja richtig, richtig geil. Ich hoffe, man hat auch genug verstanden. Das war der Weg dann hoch zur Rheintalanger Hütte, wo man dann aus, auf die Zugspitze kommt. Und ja, ich habe trotzdem noch das Beste rausgeholt. Es war trotzdem wunderschöne 2 Tage, also auch die Schuhe. Ne? Also die Schuhe waren wunderbar, auch im Schnee. Ne? Ich hatte Grip, ich konnte gut laufen. Ne? Durch den G7-Gipfel konnte ich mir natürlich nicht die ganze Chance angucken. Aber ich bin hier unten, man sieht es, also hier ist noch so eine Bergliftbahn.
Und da kam man hier auf den Berg hoch und da unten ist so eine Skaterbahn und da war so ein kleines Türchen offen. Und da bin ich einfach durchgehuscht und sitze jetzt hier schön und snacke, ne? Direkt an der Olympiaschanze. Das haben die Polizisten da unten bestimmt nicht gesehen. Ja, ja. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Gucken bis hierhin. Ja, supportet Alphausch TV. Ja, wir werden noch viele, viele Sachen erleben. Nochmal einen kleinen Spoiler zwischendurch. Ich werde jetzt in meinen nächsten Urlaub, der in 2 Wochen beginnt, werden wir anfangen, Baum auszubauen. Ja, das wird ein richtig geiles Projekt. Und mit den schönen Bildern von der Schanze hier oben werde ich mich verabschieden. Ich würde mich gerne freuen über einen Kommentar, über ein Like. Lasst gerne ein Abo da. Supportet Alphausch TV. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche und bis bald.